3, 2, 1, 0. Neue Mission. Citizen Crypto. Erkunde eine Region und sammle furonische Drohnen ein und schließe Pox-Forschungen ab, um DNS zu sammeln. Mir fällt gerade auf, dass die Errungenschaften von Steam immer auf der rechten Seite eingeblendet werden, wo ich gerade bin. Jetzt schiebe ich mich mal auf die andere Seite. Mal gucken, wie das aussieht. Aber dann sieht man das nicht. Ja, ich schiebe mich halt auf die Seite. So. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Citizen Crypto. Reaktiviere einen durchschauten Holobob, indem du Vergessen auf den Zeugen anwendest. Oh, ich habe mir überlegt, ich setze mich doch auf die rechte Seite. Crypto. Diese Wiederkäuer scheinen von den Menschen genetisch verändert worden zu sein. Aber zu welchem Zweck? Du musst diese seltsame, mutierte Spezies untersuchen. Ah, jetzt haben wir unseren neuen Skin. Wie kriegt man eigentlich den alten wieder zurück? Ah, egal. Suche nach der Quelle der Strahlung. Scanne eine Kuh. Oh. Gehirne? Gesundes grünes Leuchten? Diese Narren! Sie haben die armen Viecher genetisch verändert und in radioaktive, explosive Zombie-Kühe verwandelt! Führe ihnen vor Augen, wie närrisch ihre verrückte Wissenschaft doch ist! Zerstöre radioaktive Behälter. Wie mache ich das? Ach, du liebe Zeit. Wenn die Kacke hier noch weiter so dampft, schmeißt. Wenn ich den Außerirdischen doch nur einer Sektion unterziehen könnte. Nur dieser kleine grüne Kopf steht zwischen mir und dem Nobelpreis. Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Läuft. Mein Schleifer ist ein echt harter Brocken. Mein Daddy hat im Weltkrieg gekämpft. Verdammter Dr. Oppenheimer! Trägt der Knack dieselbe Fliege?
Scheiße! Oh nein! Shit! Mission fertig. Ja, du bist gestorben. Toll. Jäger fängt haarlosen Bigfoot seltsame Westen im Wald gesichtet. Haarloser Bigfoot! Also das verbiete ich mir, ja? Gesundes grünes Leuchten. Diese Narren! Sie haben mich genetisch verändert und in radioaktive, explosive Zombie-Kühe verwandelt! Verrückte Wissenschaft doch ist! Ich spüre plötzlich den Drang, großen Zutaten, meinen Namen zu Ellie May zu ändern. Pass bloß auf! Oh, ist doch irgendwo noch. Ah, ja. Kleine grüne Männchen! Oh, gute Arbeit, Crypto! Oh, geschafft! Space Invaders, rennt um euer Leben! Bürgermeister beruft Stadtversammlung ein, will endlich aufklären, was vor sich geht. Okay, roter Balken am oberen Bildschirmrand weist darauf hin, dass du eine Sperrzone betrittst, die auch als rote Zone auf der Minimap angezeigt wird. Mit der richtigen Tarnung kannst du Sperrzone nach Belieben betreten. Der Anzeigebalken wird grün werden. Also wir müssen uns dann, wir können uns nicht in jedem x-beliebigen verwandeln, sondern wir müssen uns dann jemanden verwandeln, wo auch in die Sperrzone darf. Also eine Sperrzone ohne passende Tarnung zu betreten, wird die Menschen in Alarm versetzen oder gar die Mission zum Fehlschlag machen. Das Alpha-Männchen der Stadt. Wo ist der denn auf einmal hingekommen? Ist doch egal. Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erbsenhirnigen Menge zu sprechen. Wo ist das? Muss ich jetzt in die Richtung oder in die? Eine abgesperrte Zone. Wie niedlich. Crypto, die charmanten Sicherheitsleute dieser Stadthalle werden dich nicht ohne Affenanzug einlassen. Nutze die Holomorphigkeit, um den Ansprüchen zu genügen. Okay. Mist! Mehr fällt mir nicht ein. Raus, oh, komm! Mit erhobenen Händen! Auch egal. Zeig dich! Dann bin ich in Donutpause. Oh, okay. Hab noch Papa. Was ist hier los? Ich werde dann zeigen. Ich bin stehen bleiben! Zeig schon, du bist Polizei. Nein, Crypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Ah,
Dann war das vorhin schon richtig. Das Alpha-Männchen, der Staat. Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Ist doch egal. Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erbsenhirnigen Menge zu sprechen. Hä? Bleib draußen! Lauf! Wo war der jetzt? Hä? Nein, Crypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihm bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Hä, wo war der? Weiter! Das Alpha-Männchen, der Staat. Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Hä, wo war denn der jetzt? Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erbsenhirnigen Menge zu sprechen. Ich hab dich im Auge. Hä? Och Mann. Nein, Crypto. Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir. Ah, oh, Mann. Der war aber vorhin woanders gestanden. Muss ich erst an andere, wenn ich mal an andere vorbei muss, um mich verwandeln zu können, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen mehr, ne? Ja, das wissen wir. Das Alpha-Männchen, der Staat. Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Ist doch egal. Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erbsenhirnigen Menge zu sprechen. Jetzt. Ich wäre so gern ein Cowgirl, aber wer könnte mein Cowboy sein? Eine abgesperrte Zone. Suche nach der richtigen Tarnung. Crypto, die charmanten Sicherheitsleute dieser Stadthalle werden dich nicht ohne Affenanzug einlassen. Nutze die Holobob-Fähigkeit, um den Ansprüchen zu genügen, okay? Zeig mir, was du tanzt für mich. Hä? Nein, Quint! Sag mal, ich hab's doch gemacht. Die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir. Oh! Ey, Mann! Wer in der Schussbahn? Aus dem... Ja. Das Alpha-Männchen, der Staat. Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Ist doch egal. Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erbsenhirnigen Menge zu sprechen. Eine abgesperrte Zone. Wie niedlich. Crypto, die charmanten Sicherheitsleute dieser Stadthalle werden dich nicht ohne Affenanzug einlassen. Nutze die Holobob-Fähigkeit, um den Ansprüchen zu genügen, okay? Das hier ist nicht wie der Zweite Weltkrieg. Du hast das Recht. Hä? Nein, Crypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zur Mutter. Ey, ich kapier's nicht, was ich machen muss. Ich kapier irgendwie nicht, was ich machen muss. Ach,
Ja, das wissen wir alles. Das Alpha-Männchen der Stadt? Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Ist doch egal. Und du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erbsenhirnigen Menge zu sprechen. Warum legen die Kommunisten nicht endlich mit der Invasion los? Ich will ein paar Rote abknallen! Eine abgesperrte Zone. Wie niedlich. Crypto, die charmanten Sicherheitsleute dieser Stadthalle werden dich nicht ohne Affenanzug einlassen. Nutze die Holomorph-Fähigkeit, um den Ansprüchen zu genügen, okay? Die Offiziere reißen mir immer den Hintern auf. Mistkerle. Was ist hier los? Dafür hast du nicht die Eier. Hä? Auf die Knie, Cowboy! Aufhören! Nein, Crypto! Ich kapier's nicht. Die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Ich versteh's nicht. Ich kapier nicht, was ich machen muss. Hä? Also ich verwandle mich. Ich habe mich jetzt in den Ene-Typ verwandelt. Dann sehe sie mich nicht. Aber ich komme damit nicht rein. Hä? Und so, wie soll ich mich... Das Alpha-Männchen der Stadt? Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Ist doch egal. Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erbsenhirnigen Menge zu sprechen. Eine abgesperrte Zone. Wie niedlich. Crypto, die charmanten Sicherheitsleute dieser Stadthalle werden dich nicht ohne Affenanzug einlassen. Nutze die Holomorph-Fähigkeit, um den Ansprüchen zu genügen, okay? Außerirdischen pumpe ich mit Blei voll, wenn sie meinem Schaf Dolly zu nahe kommen. Ich muss einen Polizisten finden. Und dann einen Bauarbeiter und schließlich einen Indianer. Wir wären ein einmaliges Barbershop-Quartett. Was würde Elliot Ness tun? Niemals ein Messer zu einer Schießerei mitbringen? Nein, falsch. Was war's noch gleich? Wenn ich jetzt nur noch einen Cowboy, einen Indianer und einen Bauarbeiter finden könnte, dann könnten wir unten im Village eine Band gründen. Aber wie würden wir uns nennen? Die City People? Oder Village Folks? Sowas halt. Ich bin das Gesetz! Mein Kopf sagt Mary. Hi. Crypto, die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Weg da. Wo ist das Alpha-Männchen? Ich glaube, ob ich jemanden mit meinem Schlagstock eins verpassen sollte, wäre sicher lustig. Das ist das Alpha-Männchen. Wenn ich nur Joe Bob meine geheime Liebe gestehen könnte, also Joe Bob dem Huhn. Ich liebe dieses Tier so sehr. Ein bisschen. Dieser Eisenhower gehört zu der Sorte Mensch, die ich zu einer Grillparty einladen würde. Er hat meine Stimme, nicht dieser Dreckskerl Huffman.
Ah. Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichel-Kaolin herum auszuschalten. Er wurde eingeteilt, mich zu beschützen. Was ist nochmal der Hypnoblast? Zeig dich! Komm! Dann ist er fallen! Nein, Krypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist! Zurück zum Mutterschiff mit dir! Oh Mann! Ich weiß nicht, was ist denn der Hypnoplatz? Da muss man so viel Sachen wissen und drücken. Oh! Sag mir nicht, dass wir jetzt wieder da anfangen. Krypto! Die Versammlung läuft bereits. Okay. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichel-Kakao um ihn herum auszuschalten. Nein, Krypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Hä? Um sie auszuschalten. Wie? Ich glaube, das ist ein echtes Trial and Error Ding hier gerade. Oh meine Güte. Krypto, die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Er wurde eingeteilt, mich zu beschützen. Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichel-Kakao. Na toll, Krypto. Er ist tot. Und wir können ihn auch nicht so einfach klonen. Ich hatte da auch nicht eine Sekunde nach. Ich wusste gar nicht, was das war. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Krypto, die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Vielleicht mit X? Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichel-Kakao um ihn herum auszuschalten. Warum darf ich nie Motorrad fahren? Polizisten auf Motorrädern haben viel mehr Spaß. Hypnostrahl. Mit X? Heute ist ein guter Tag, um übermäßige Gewalt anzuwenden. Ach was, jeder Tag ist ein guter Tag dafür. Bill of Rights. Wer braucht das schon? Ich heiße Bill und ich habe einen gewissen Reiz. Was muss ich jetzt machen? Sehe X? Ich hatte die Wahl. Entweder Ganoven schnappen oder in Quanten. Oh Mann, was muss ich jetzt nochmal machen? Ich habe schon alle Knöpfe gedrückt. E geht nicht. R? Oh, auch nicht. Oh Mann. Ey. Und wir können ihn auch nicht so einfach klonen. Auch nicht eine Sekunde nachgedacht, oder? Zur Seite mit ihm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hypnostrahl.
Sehkräfte. Folgen Z. Vergessen X. Mit Z? Die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Mädchen finden. Der Polizei, dass er uns Polizisten wieder zu großer Beliebtheit führen. Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichellecker um ihn herum auszuschalten. Ja, und jetzt? Hä? Mann! Jetzt bist du dran, Kleiner! Der Stoff aus dem Drehbücher sind! Yo, 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 Serpico! Oh, Moment. Falsches Jahrzehnt. Was muss ich machen? Holobob. Was ist denn? Polizei! Zeit für die Bühne. Also ein Beinbruch. Bürgermeister Krypto. Sag den Menschen alles sein Ohr. Kein seltsames Zeug. Oder besser, nur das normale seltsame Zeug. Oh Mann. Das sah jetzt so einfach aus, aber ich. Aber jetzt Beeilung, Krypto. Die Versammlung beginnt bald. Ja, ich muss da rein, oder? Hä? Scheiße. Der alte Jet ist angeblich auf Öl gestoßen. Muss ich da hin? Schwarzes Gold. Ah ja. Ach, du Schande. Huiuiui. Jede einzelne von den verdammten Kühen und dann sah es so aus, als hätte es den armen Viechern so ein Gerät in den... Und nach all dem habe ich nicht mal Miss Rockwell kennenlernen können. Die stolzierte einfach vorbei und trug sie richtig hoch, ihre... Feldfrüchte in Kreise gelegt, wie riesige Traktorreifen. Da geht unser Erspartes hin, habe ich meinem Edgar gesagt. Keine neuen Schuhe für die Zwillinge. Unsere Darlene muss wohl noch ein Jahr mit diesem Überbiss rumlaufen und... Grüße, meine ebenfalls menschlichen Agrarökonomen. Hier geht nichts Besonderes vor sich. Alles ist normal. Macht mit eurem erbärmlichen menschlichen Alltag weiter. Vielen Dank. Da brat mir doch einen Storch. Herr Bürgermeister, ich wohne schon mein ganzes Leben in dieser Stadt. Und ich habe zweimal bei der letzten Wahl für Sie gestimmt. Also, da steht mir doch wohl eine Antwort zu. Wenn hier nichts Besonderes vor sich geht, warum leuchten dann all meine Kühe wie Glühwürmchen? Wie erklären Sie sich das, Milchgesicht? Oh, okay. Leuchten sei normal, leugnet Beteiligung von außen, sagt die Wahrheit, gibt Unwissenheit vor. Das? Oh, das ist nur ein gesundes Strahlen von innen heraus. Kommt vom Wiederkäuen des frischen grünen Grases hier in Rockwell. Kaue ich auch die ganze Zeit. Ich habe jetzt gerade welches zwischen den Zähnen. Ist besser als Counterback. Oh, die Antwort gefällt. Ja. Das Zeug zum Politiker. In Rockwell gehen seltsame Dinge vor. Schiebt einen Wetterballon, gibt den Kommunisten die Schuld, bedrohe die Zuhörer, leugne alles. Die Air Force hat mir versichert, dass die Sichtungen in Wahrheit höchstwahrscheinlich nur Nordlichter waren. Oder ein Wetterballon. Frage ich mich, was passiert, wenn man die Menge sich richtig gegen sich auf? Also, wir müssen eine Lösung für die Lage finden. Gib dich patriotisch, erzähl einen Witz, beteilige die Zuhörer, rede unsinniges Zeug. Also, wenn wir unsinniges Zeug reden, werden wir vielleicht das Misstrauen auf uns lenken. Ach, beleidige die Zuhörer. Ich glaube, ich erzähle nur einen Witz.
Ich mach mich ja gerne über die UFO-Spinner lustig, aber mal ehrlich, die tragen zum Lokalkolorit einiges bei. Neben den Inzestfamilien natürlich. Danke, ich bin noch bis Donnerstag in der Stadt. Das war ein Witz. Ach, die sind begeistert. Die Bürger brauchen einen Anführer. Bedrohe Kommunisten spricht den Wissenschaftlern Wert ab. Was glauben die menschliche Bevölkerung? Erzähl einen Witz. Aber vor allem müsst ihr immer daran denken, dass ganz egal, was die Wissenschaftler sagen, das Universum in weniger als einer Woche erschaffen wurde und ungefähr 6000 Jahre alt ist. Hätten die jetzt auch so gejubelt, wenn ich sie beleidigt hätte? Moment mal eine Sekunde. Wie um alles in der Welt erklärt das denn die Zerstörung beim Jahrmarkt? Schieb es auf Pech, mach leere Versprechen, ignoriere die Frage. Wenn wir die Wahrheit sagen, werden wir vielleicht für verrückt erklärt oder es wird erst recht. Wir machen mal. Hört mir gut zu. Ich werde nicht ruhen, bis wir die Täter hinter dem Jahrmarkt-Massaker gefunden und ihrer gerechten Strafe zugeführt haben. So eine Politikerantwort. Hey, nicht so schnell! Wie kann es sein, dass in Santa Modesta keiner so etwas gesehen hat? Gib den Kühen die Schuld. Das wär natürlich auch lustig. Also beruhige die Menge, beleidige Santa Modesta, gib den Kühen die Schuld, gib dich unwissend. Weil wir wahre Amerikaner sind und die nicht. Nächste Frage. Das ist immer die gleiche Animation. Wie ihr also seht, gibt es nichts, worüber sich eure Menschenhirne sorgen müssten. Der Bürgermeister hat recht. Das war nur eine Reihe von durchaus verdächtigen, aber mit Leichtigkeit logisch zu erklärenden Zufällen. Ja, das stimmt. Applaus! Applaudiert mir! Lutscher. Gute Nacht und habt ein schönes Morgen. Was für Versager. Nichts als Matsch in der Birne. Die Invasion wird ein Kinderspiel. Krypto, hast du gehört, was dieser Mensch während deiner Rede gesagt hat? Hab ich wohl verpasst. Ich musste mich im Applaus sonnen. Konzentrier dich! Es gibt in der Nähe ein weiteres Menschennest. Santa Modesta hat er es genannt. Du musst seinen Standort ermitteln und dich dorthin begeben. Dort können wir noch mehr Menschen unter unsere Kontrolle bringen. Scanne Menschen bei der Versammlung habe ich nicht gemacht. Oh. Bürgermeister erklärt Stadt für sicher. Die explodierenden Kühe seien unter Kontrolle, sagt der Stadtsprecher. Grins. Oh, und es gibt auch schöne Schuhe. 7 Cent. Not bad. Ich möchte dringend unser Skin nochmal ändern. Das sieht irgendwie so komisch aus. Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe. Upgrades are us. Wo ist denn das? Da. Was ist das hier? Sieht gefährlich aus. Nee. Ich lasse das hier. So.